Oh mein. Ja, genau. Versteck ihren Kopf hinter deiner Mütze. You know why. Ja, los, Peach. Dann. Wer hat Bock auf Attack on Mario 64? Das ist eine Modifikation von Kase. Und es geht darum, dass jedes Mal, wenn Mario eine Münze einsammelt, wird er größer. Also pass mal auf, hier sind Münzen. Jetzt guckt mal. Zack. Ihr habt das nicht gemerkt, aber ich bin ein Stück weit größer geworden. Ich werde euch mal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn ich jetzt so richtig viele Münzen einsammle. Die Sache ist, irgendwann, wenn man zu groß ist, kann man das Spiel nicht mehr durchspielen und ich will das Spiel durchspielen. Deswegen muss ich aufpassen, wie und wann ich die Münzen einsammle. Also ich werde hier mal ein paar Münzen einsammeln. Ahnt ihr, wie ich größer werde? Also merkt man einen Unterschied? Sieht man das? Ja. Man merkt das auch so ein bisschen an der Kamera. Und jetzt vergleicht mal meine Größe mit diesem Bob-Omb. Also ich bin schon sehr, sehr groß. Und jetzt werde ich mir die blauen Münzen gönnen. Und das gibt nochmal so richtig viele. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich bin jetzt schon riesig. Mal gucken, wie lange ich das überlebe. Und wie groß ich werden kann. Und auf die Art und Weise wollen wir Mario 64 heute durchspielen. Ich glaube, das wird wild. Speichert der die Größe? Ja, das ist das Problem. Da speichert die Größe tatsächlich. Also ich kann nicht mehr kleiner werden. Deswegen, wenn ich zu groß bin und nicht mehr weiterspielen kann, muss ich von neu anfangen. Also ich kann das Spiel dann nicht mehr durchspielen. Und das ist ein bisschen wack. Wack. Und, oh mein Gott. Ja. Okay, jetzt passt auf. Ich war da aus dem Level raus. Und wahrscheinlich, weil ich so groß bin, komme ich nicht mehr rein. Ach du Scheiße. Mario kommt da nicht mehr rein. Also ich berühre zwar das Bild, aber ich bin stuck. Ich kann nichts machen. Also egal, was ich mache, egal wie ich springe, ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Finde ich witzig. Ich schaff's nicht mehr wegzukommen. Wir werden jetzt Folgendes probieren. Und zwar, wir versuchen das Spiel durchzuspringen. Das Problem ist nur, wir dürfen nicht so groß werden. Und deswegen müssen wir möglichst wenig Münzen einsammeln. So, jetzt sieht das hier alles ein bisschen komisch aus. Am Anfang ist das ein bisschen anders. Guckt euch das mal an. Ich bin eine fucking Ameise. So sieht Mario aus, wenn er mit 0 Münzen anfängt. Also gebt euch mal, wie klein ich bin im Gegensatz zu dem Schild. Vor allen Dingen, ich bin genauso groß wie diese Schmetterlinge. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, irgendwie die Schmetterlinge dazu zu bringen, dass sie auf mich zufliegen. Und dann verwandeln die sich entweder, also entweder in Pilze, in Wonderpilze oder in Bomben. Das ist so ein Easter Egg, von dem viele nicht wissen. What the fuck? Was? Rose! Wheeler Rose, absolute Ehre, 150 Euro. Was zur Hölle? Einfach so. Und es war nicht mal eine Message mit dabei. Das gibt auf jeden Fall einen Clap. Das gibt auf jeden Fall einen Clap. Was zur Hölle? Ach du Scheiße. Okay, das hab ich jetzt nicht kommen sehen. Krass, Alter. Vielen, vielen Dank. Alright, Chat, wollt ihr eigentlich, dass man den Chat in-game sieht? Ich mach mal eine kurze Umfrage. Der Chat sagt, yeah, dann mache ich das. Ich weiß nämlich, wie ich das am besten mache, weil ich habe hier links und rechts diese Ränder. Soll ich das hier einblenden oder sieht das komisch aus? Okay, mal gucken, was der Chat sagt. Was? Tut mir leid, wenn das nur ein Clapping-Sound ist und ich nicht mehr dazu sagen kann. Aber was soll ich dazu sagen? Ey, vielen, vielen Dank, aber bitte überweis nicht mehr. Du brauchst auch Geld, Bruder. Ja, wie gesagt, also wir spielen jetzt Attack on Mario 64 und ich bin noch super klein. Ich werde versuchen, habe einfach noch keine Münzen einzusammeln, weil später gibt es die Situation, dass wir Münzen einsammeln müssen und ich will nicht zu viele einsammeln. Deswegen halten wir uns von Münzen ein bisschen fern. Also das ist sozusagen eine No-Coin-Challenge und ich finde das geil, wie ich so jede Treppenstufe springen muss. So, was ist denn die erste Mission, die ich machen sollte? Ich glaube, am einfachsten ist wahrscheinlich der Kettenhund, oder? Beziehungsweise am schnellsten. Okay, ich komme da noch hoch. Vorsicht, 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 Vorsicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, wir haben es geschafft. Musste mich einfach ein bisschen beeilen. Let's go. So, ich glaube, das wird jetzt... Also, wir können auf jeden Fall so ein paar Münzen sammeln. Ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn wir so ein paar Münzen einsammeln, oder? Oh, das ist krass, ne? Also, die Sache ist, ihr findet das wahrscheinlich überhaupt nicht krass, im Gegensatz zu mir, aber es ist unmöglich, wenn man hier über die Brücke läuft, diese Münzen zu umgehen. Also, in der normalen Größe. Und jetzt kann ich das einfach. Let's go, let's go, let's go, let's go. Du hast eine Münze, ja, ist nicht schlimm. Also, die Sache ist, es geht nur darum, dass wir nicht zu groß werden, weil wenn wir zu groß werden, können wir nicht weiterspielen und das ist Swag-Shit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich wollte dich gar nicht umbringen. Ihr habt dich einfach selbst umgebracht. Ihr spielt Schach gegen euch selbst. Du denkst, du spielst Schach, aber du spielst nicht Schach, Digga. Du spielst Schach gegen dich selbst. Ah, halt's Maul. So, okay, 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 okay. Hoffentlich fliegt er trotzdem weit. Ja, er fliegt trotzdem weit, aber ja, wir haben gerade so getroffen. Alles klar. Ja, wie fühlt es sich an, Bowser, von einer Ameise besiegt zu werden? Du kannst nichts, nichts. Okay, und damit hätten wir den ersten Bowie. Wir begeben uns jetzt in die Lava-Welt. Das habe ich damals mit den Außenseitern in der Schule gemacht. So, und dann sind die irgendwie in die Lava gefallen, weil die hatten bei unserem Schulhof so ein Lava-Becken. Und ich habe sie dadurch umgebracht. Das war aber in Ordnung, weil die waren ja Außenseiter. So funktioniert das Leben. Der Stärkere gewinnt. Das hältst du also vom Mobbing? Ja, Leute, ich habe immer gesagt, Mobbing ist scheiße. Aber jetzt seht ihr mein wahres Gesicht. Es tut mir leid. Ich habe euch lange Zeit angelogen. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze
durchzuspielen hier. Wir dürfen nicht so viele Münzen einsammeln, aber ich glaube, kurz vor Ende sammle ich doch noch ein paar Münzen ein, weil ich will Bowser in riesig bekämpfen. Ich habe richtig Bock, einfach Giant zu sein, wenn ich Bowser bekämpfe. Und hier muss ich aufpassen. Also, ich bin jetzt normal groß als Mario, sogar noch ein bisschen größer, glaube ich. Deswegen ist es nicht schlau, jetzt zu big zu werden. Ich weiß, viele denken so, je bigger, desto geiler, aber es kommt halt auch auf die Breite an, wisst ihr? Und es kommt auch so ein bisschen auf den Skill an und auf die Moves, so. Es geht nicht immer nur um Größe. So, und rein in die Olga! Guck mal, ich bin fast so groß wie Bowser. Er wirkt halt nicht mehr so bedrohlich. Ich bin ein Swans! Gib mir den Swans! Ich bin ein Swans! Klingt schon wieder falsch. Okay. Bei Bowser Throws bin ich inzwischen recht gut. Warte mal, kann ich noch BLJs machen, wenn ich so groß bin? Also gerade hat er so ein bisschen BLJ gemacht. Gott, hoffentlich geht das. Okay, es funktioniert noch. Ich dachte schon. Okay, let's go, Leute. Letztes Level. So, und hier habe ich schon Bock, groß zu werden. Weil ich will Bowser bekämpfen als Riese. Deswegen nehme ich alle Münzen, die ich sehe, auf meinem Weg mit. Warte mal, gibt der nicht eine blaue Münze oder so? Jo, wie der aussieht. Oh mein Gott, was habe ich mit dir getan? Oh mein Gott, der Arme. Spaß, juckt mich nicht, was mit dem passiert. Okay, jetzt bin ich richtig groß. Ich darf nur nicht runterfallen. Bruh. Okay, jetzt muss ich irgendwie zu Bowser kommen. Das Gute ist, ich kann, wenn ich so groß bin, ein bisschen abkürzen. Kann das sein? Ja, ich kann tatsächlich ein bisschen abkürzen. Das gibt es nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt auf zu Bowser. Aber komme ich da rein? Ich bin viel zu fett. Let's go! Was geht, Bowser? Oh, bist du süß. Bist du süß? Guck mal, jetzt Bowser auch ganz kurz so groß wie wir. Jetzt weiß er für einen Moment, wie sich das anfühlt. Ich bin runtergefallen, ich bin so dumm. Gott, dieser Mario ist so richtig gruselig, weil er so riesig ist und so schnell. Ach du Scheiße. Weiß nicht, wie ich seinen Schwanz graben soll. Scheiße! Oh mein Gott, ich sterbe noch. Das ist doch härter, als man denkt. Okay. Okay, sehr schön. Wenn ich jetzt noch einmal treffe, dann haben wir es geschafft. Und ich bin auf die Cutscene gespannt, Alter. Komm schon. Yes! Okay, wir haben es durch. Alter, Mario ist so giant. Wenn man überhaupt irgendwas erkennt, weil die Kamera kann ja nicht richtig mitmachen. Sieht so dorky aus. Ach du Scheiße. Wo ist denn jetzt Peach? Wo ist sie hin? Die ist nicht mal da. Oder weil die Kamera so ein bisschen komisch ist, sehen wir die nicht. Ach, da ist sie. Okay, Peach ist wirklich da und die ist normal groß. Ich glaube, das wird jetzt wild. Aber die Kamera hat keine Ahnung, was sie tun soll. Wir sehen so ein bisschen das Schloss, ein bisschen die Tür. Was passiert, wenn man das durchspielt, während Mario... Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Ja, genau. Versteck ihren Kopf hinter deiner Mütze. You know why. Ja, los, Peach. Und dann... Oh. Yo! Oh mein Gott! Yo! USK 18. Und so wurde Vic auf Twitch gebannt. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute!